Herzlich willkommen beim Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Ereni, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz und es freut mich, dass du heute dabei bist. Es geht heute um das Thema etwas persönlich nehmen bzw. wie ich Dinge nicht so persönlich nehme und neutraler bleibe und auch mehr in meiner Mitte bleibe. Und um das zu erreichen, geht es eigentlich in erster Linie um einen ganz bewussten Moment und etwas, das man umstellen sollte, auch bei sich selbst in der Wahrnehmung. Und wenn man das mal schafft, fällt das nicht persönlich gleich betroffen oder beleidigt zu sein, relativ leicht. Und dazu lade ich dich gleich mal ein bei dieser Übung, dass wir das ein bisschen in der Entspannung machen, weil da sickert es dann besser. Also du kannst gerne gleich mal deine Augen schließen und einfach mal so tief einatmen. Und wieder ausatmen. Und tief einatmen. Und wieder ausatmen. Und mit jedem Atemzug entspannst du dich immer mehr und immer weiter. Und während du ruhiger und sicherer wirst, immer klarer wirst, stell dir eine Frage. Siehst du das, was ist? Oder siehst du eine Abbildung der Dinge? Also nochmal, siehst du die Dinge ganz klar, wie sie sind? Oder siehst du nur ein Bild der Wirklichkeit, das durch deinen individuellen Filter wiedergegeben wird. Überleg dir das mal. Also, was nimmst du wahr? Nimmst du immer die Dinge, wie sie sind, wahr oder deine gebildete Version der Wirklichkeit? Und wenn du jetzt mal nachdenkst und ehrlich mit dir umgehst, dann wirst du sagen müssen, das ist eigentlich meine Version der Wirklichkeit. Es ist gar nicht das, was wirklich ist. Und so geht es jedem Menschen. Das heißt, wenn ein Mensch etwas sagt, was dich vielleicht beleidigt oder enttäuscht, was du persönlich nimmst, dann mach dir bewusst, dass dieser Mensch nur sein Bild, das er von dir gespeichert hat, oder von seiner Wirklichkeit gespeichert hat, beschreibt. Das hat gar nichts mit deiner Wirklichkeit zu tun. Und deshalb trifft diese Person auch niemals eine Aussage über dich, wie du in deinem Wesen empfindest und bist, sondern immer nur über das Bild, den Filter, den diese Person hat. Und wenn du das jetzt weiter verfolgst, einfach mal sitzen lassen noch, dann sagt natürlich dieser Filter schon einiges aus, auch über die Personen. Ist da jemand freundlich? Ist da jemand offen? Ist da jemand skeptisch, zynisch, sarkastisch? Ist da jemand eher verschlossen? Zieht er sich eher zurück?
Aber egal was es ist immer dieser individuelle Filter. Deshalb atme jetzt nochmal tief ein. Und wieder aus. Und nochmal tief ein. Und wieder aus. Und sprich nun in deinem Inneren, ich bitte darum, mir meine eigenen Filter bewusst zu machen. Und ich bitte um Transformation meiner eigenen Filter, die mich womöglich dazu führen, dass ich selber die Wirklichkeit mit gewissen Konzepten und Vorlagen belaste, die gar nicht so real sein müssen. Und ich bitte auch darum, mir bewusst zu machen, dass wenn ich das nächste Mal echauffiert bin oder getriggert werde, dass ich mich daran erinnere, dass es da um die Filter geht. Das heißt, da wird maximal über ein Bild gesprochen, das der andere von mir selber in seinem Kopf hat, aber niemals über mein Wesen. Und mach dir das nochmal bewusst. Wenn ich enttäuscht bin durch eine Aussage, dann ist das nur eine Aussage von jemand anderem über das Bild, das diese Person über mich im Kopf hat und nicht über mich als Person. Und jetzt atmest du nochmal tief ein und wieder aus. Und noch ein zweites Mal tief einatmen und wieder aus, damit sich das ankert. Und dann komm in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Beweg deine Arme und Beine, streck dich durch und öffne deine Augen und mach dir nochmal bewusst, was du heute erfahren hast. Prüf das mal für dich, ob das so stimmig ist. Und du wirst dann merken, dass du so ein dickeres Fell kriegst, dass du nicht mehr so persönlich beleidigt bist oder persönlich betroffen bist, weil, wie gesagt, die Aussagen, die getroffen werden im Außen, immer nur Bilder über dich sind. Und auch wenn jemand etwas sagt, was gar nicht dich persönlich betrifft, sondern was vielleicht mit deinem Glaubenssystem, mit deinen Konzepten nicht zusammenpasst, dann ist das einfach eine andere Wirklichkeit. Und ich möchte da noch einen Tipp abschließend geben. Immer wenn du das Gefühl hast, okay, da sagt jetzt jemand was und ich weiß jetzt nicht, will mich die Person beleidigen, dann gehe ich immer vom Besten aus und sage einfach, nein, da ist jeder einfach nett. Und der spricht eine andere Sprache, der kommt aus einem anderen Land wie ich und die sprechen dort eine andere Sprache. Das klingt vielleicht ein bisschen aggressiver oder beleidigender, aber das ist sicher nicht so gemeint. Und dann nehme ich mich persönlich auch schon wieder mehr aus dieser Situation raus, weil letzten Endes ist es meine Lebensenergie und meine Lebenszeit und warum sollte ich die dann mit Ärger verbringen wegen solchen Kleinigkeiten? Das zahlt sich ja für mich auch gar nicht aus. Und ja, ich hoffe, dass dir diese Inputs ein bisschen so geholfen haben, Dinge nicht ganz so persönlich zu nehmen, nicht ganz so involviert zu sein mit anderen. Und ja, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch, abonniere meinen Kanal,
Teile das Video, falls du jemanden kennst, der immer eine chronische beleidigte Leberwurst ist. Und ich freue mich natürlich, wenn wir uns wieder hier am Kanal sehen oder gerne mal persönlich bei einem Termin. Ich bin Oliver Jareni, medialer Energetiker mit Energetik, die wirkt, und ich wünsche dir eine schöne Zeit. Tschüss.